Ja, in jeder Folge muss einmal wenigstens Liebespam sein und das Paleo-Flent. Dann haben sich alle schon gefühlt. Schon wieder. Nein, ich hab dich geküsst. Ach so, das Diesmal hab steht ich. hier nicht. So, wie viel hast du jetzt? Ich hab 5. Sechs. Also Zios. Aber lass mich Feuer Looten. looten. Ja, jetzt denk ich nicht dran. Da ist Eisen. Jetzt denk ich einfach nicht dran. Toll. Ausgleichende Gerechtigkeit. Nee, das ist schon Nerd. lange keine ausgleichende Gerechtigkeit mehr, Baby. Was? Ich meine, bitte was? Boah, das habe ich auch so ewig nicht mehr gesagt. Oh, das tut so gut, Nee. wieder aufzunehmen. Ah, jetzt kann Ja, ich meine ganze angestaute Energie rauslauen. im Real Life passt das nicht immer so gut, ne? Ja, und ich kann jetzt meine angestaute Energie raushauen der letzten Tage. Ich würde der anderen würden sagen, mach Sport oder so. Bitte was? Ja, was ein richtiger Gamer ist, ne? Sehe ich aus wie ein Sportler? Ich habe mich schon damals im Schulunterricht immer davor gedrückt, so gut es ging. Und als ich mein Bein gebrochen hatte und relativ gut wieder laufen konnte und eigentlich wieder Sport machen durfte, habe ich mich selbst auch noch davor gedrückt und sagte, ist vielleicht doch noch nicht so gut, das Bein so zu belasten und Arzt sagt noch nicht so viel. Habe ich mich immer rausgezogen. Oh, hier Ramob, Baby, Ramob. Ein weißer Hypogriff. Antillus, der Aussteiger. GZ? Nee, Aufsteiger, nicht Aussteiger. Das könnte vielleicht Jägersammlung. was für dich sein, Wo ist wobei. die Jägersammlung? Die habe ich gerade gepasst, weil es war Jägersammlung. Jägermanns Cape des Adlers. Wird beim Anliegen gebunden. Rücken, 5 Rüstung, 5 Intelligenz und 5 Ausdauer. Jetzt sag mir nicht, dass ein Jäger Intelligenz braucht. Sag mir nicht, du hast das wieder vergessen. Ja, dann muss es mir geben. Keine Ahnung. Ich hab's ja noch Ich nicht hab mal in der hier. Tasche. Ich hab hier. Was? Ich hab's nicht. Wie? Du hast es Ich nicht. hab's nicht gewonnen. Dann habe ich's. Hä? Wie? Ich habe Es auch hat noch nicht, ne? keiner gewonnen, scheinbar. Beute Nö, steht da nur, mehr nicht. ich hab's wahrscheinlich zerstört, weil ich das Vieh eingesperrt habe. Naja, selbst wenn, wenn wir sowas finden, kannst du es ruhig entzaubern. Sollte dein Skill dafür reichen, weil. Ne? Oh, Silber. Da beschwere ich mich schon, dass ich hier eine neuen Sachen kriege und dann zerstöre ich sie. Super. Naja, du bist Verzauberer und du musst auch Sachen entzaubern. Aber ich weiß Ja, nicht, wie aber wenn das. da Jäger steht, ne, da fühle ich mich nie angesprochen, weil ich bin ja keiner. Baby, ich fühle mich davon auch nicht angesprochen, weil es nicht die Werte sind, die ich brauche. Ja, nee, ich meine, wenn da Jäger steht, dann ist das ja für Jäger und ich bin ja Baby, kein nein. Jäger. Lass dich bitte nicht von solchen, nur weil da die Klasse steht, Jäger in dem Falle, in dem Namen, lass dich davon echt nicht irritieren. Okay, Wenn's, habe ich bisher immer oh Gott. dann nicht genommen, wenn das was anderes stand. Meine Waffe, die ich mir zum Beispiel rübergeschickt habe, heißt Nimm du. Kanonenklinge. Also darf ich die ja auch nicht tragen, weil eigentlich müsste es ja ein Kanonier tragen können. Nimm du. Ich hab jetzt 9, jetzt wäre es der 10. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe jetzt auch 9. Okay, dann mache ich den letzten für mich und dann der letzte. Stirb! Stirb! Das war jetzt schnell. So, und dann der letzte noch für dich. Nein, also lass dich von den Namen, die da stehen, im grünen, blauen oder lilanen Na später, gut. einfach nicht irritieren. Es kommt auf die Stadt, auf die Stats drauf an, die drauf sind. Also auf die Fe auf die Wertigkeiten, sag ich mal, oder auf die Werte halt. Weil ein Jäger braucht keine Intelligenz. Moment. Dann trinke ich einen Schluck. Entschuldigung. Ich habe ja nicht so aus so viel Auswahl an Pets. An Mounts meinst du? Mounts. Du kannst auch wieder auf meinen Rücken kommen. Hast du 10 von 10? Moment. Müsste ich ja eigentlich. Ja, bereit zur Abgabe. Wunderbar, dann reiten wir jetzt zu diesen Ruinen hin, wo ich gerade sagte.
Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Und von da aus gehen wir dann zum Düsterbruch hoch. Aber ich glaube, das sind noch keine Dungeon Quests. Die Dungeon Quests gibt's erst danach. Aua. Die Dungeon Quests sollte es eigentlich erst danach geben. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Gut. Ja, sollen wir heute noch eine Instanz machen oder nicht? Wenn du möchtest und das Internet ja, das zulässt. Ja, können wir ja machen, wenn wir nach Level 40 setzen davon. Oder ist das so zu lange? Nö, können wir ruhig machen. Kommt drauf an, in welche Instanz wir dann reingeschickt werden. Wahrscheinlich in den Düsterbruch halt. Und der wurde mittlerweile aufgeteilt. Der war früher mindestens 2 Stunden lang. Oh. Der wurde jetzt aufgeteilt in 4 Teile. Ich da, nö. So geil bin ich da nicht drauf. Nee, der wird jetzt aufgeteilt in mehrere Teile und macht nichts. Und wir kommen in entweder Uldaman, Düsterbruch, ersten Teil, Wucherborkenviertel oder in Maraudon, ersten Teil. Ja. Naja, wir können uns... Immer Bahnhof, wenn ich sowas höre. Wir können uns ja mal anmelden. Kann ja sein, dass es länger dauert. Oh, muss ich hier denn noch irgendwas aus... nee, ich bin die Idee, ne? Schaden. Mal schauen, wie lange das dauert. Es könnte jetzt unter Umständen länger dauern. Ah, nee, doch nicht. Wir brauchen nur noch einen Heiler. Oh Gott, jetzt hat er uns einfach angemeldet. Naja, früher dauerte das immer. Bevor das System drinne war mit den Dungeon-Suchen, ja, da hast du teilweise 3 Stunden gesucht, bis du eine Gruppe hattest und diese Gruppe ist dann noch zerfallen und durftest dir wieder eine neue 3 Stunden lang suchen. Oh, hier ist einer tot. Ein verschollener Lehrling. Naja, wenn er tot ist, ist normal. Die grauen... Grauen... Was? Grau-Nebelruine. Mein Gott, ey, wieso lese ich nicht, was da steht, sondern einfach immer... Na, egal. Da. Bitte, wenn ihr mich hören könnt. Was soll ich jetzt betreten? Ja, gib mal die Quest bitte ab. Ja, wie denn? Was führt euch hierher? Einfach abgeben? Na, die habe ich schon abgegeben und jetzt kommt ist da so eine Tussi mit einem Ausrufezeichen. Dann nehmen die beiden mal an und dann gehen wir mal in den Dungeon rein. Boah, ist so fies, ey. Ich wollte das noch gar nicht. So, ein TD muss noch annehmen. Ja, sorry, Baby. Das war jetzt schneller als gedacht. Und wir kommen in den Düsterbruch, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Düsterbruch im Ostteil. Hey, so schnell 600 Kilometer gereist? Ich sag mir bloß, was ich machen soll. Quest. Wo bist du? Du bist schon weg, ich sehe dich schon nicht mehr. Vor dir. Warte mal. Und hör auf, hier irgendwas zu schreiben, weil du weißt, ich kann das nicht. Du schreibst. Ja, warte. Was soll ich machen? Du sollst aufhören zu schreiben, du sollst mir sagen, was ich machen soll. Ich dreh gleich durch, ich will ja nicht weg. So. Ich setze mir jetzt Mark auf den Schädel. Mark. Ja, so nennt man das. Und zwar habe ich mir jetzt das Kondom gegeben. Ja, so nennt man das. Nimm dir jetzt erstmal hier die Quests einfach an. Wir können sie jetzt leider nicht vorlesen. Okay, dann geh mal zu dem Baum vor, der hier rechts steht. Der hat nämlich auch noch Quests. Da ist bei mir nichts. Geh mal ein Stück näher. Kannst du da Quests annehmen? Ja. Dann nimm die auch direkt mal an. Ich hätte echt nicht erwartet, dass das jetzt so schnell geht. So, jetzt darfst du auf alles draufhauen, worauf wir hauen. Und immer dem Kondom hinterherlaufen. Also mir. Und wir sind hier relativ schnell durch. Was sagst du? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Einfach hinterherlaufen der Masse. Und das angreifen, was die angreifen. Ich tue auch nicht, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ach, warum? Na, weil ich doch nicht weiß. Und ich weiß auch nicht, wie ich die anvisieren soll. Och, ich hasse es. Ich bin doch zu blöd dazu. Sag doch sowas nicht. Ist so. Gut, dann gehen wir aus der Inn jetzt raus. Nein, das ist ja auch fies. Dann können die ja nicht weitermachen.
Können sie schon. Nein. Die Inis sind mittlerweile so einfach und so konzipiert worden, dass man sie sogar locker zu dritt machen kann. Und da wir nur zwei DDs sind... Ich habe hier aber gar nichts. Ist gar nichts. Lauf einfach. Und knall auf alles drauf. Denk an die Tab-Taste, dann kannst du die Ziele einfacher anvisieren. Aber das geht zu schnell. Ich hasse sowas. Deswegen mag ich keine Online-MMOs. Wie, nur wegen den Instanzen? Ja, weil man das immer machen muss. Deswegen mag ich das nicht. Man muss es nicht machen. Deswegen habe ich immer nur Diablo und sowas gespielt. Man muss es nicht machen. Ja, aber Diablo ist doch noch komplizierter. Was? Nein, da bin ich alleine. Kann ich machen, was ich will. Da muss ich mit niemandem spielen. Naja, man kann aber. Aber muss nicht. Und hier muss man. Nein, hier muss man nicht nur. Man kann auch durchaus ohne Instanzen komplett bis Level 100 spielen und ohne Instanzen auch das Equip farmen. Und wie gesagt, also ich tue hier nichts looten oder so oder irgendwas anklicken, weil das überfordert mich. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Hier sind so ploppen hier hunderttausende Viecher auf und also, ich hab kein Ziel, sagt er mir immer. Also raiden werden wir dann definitiv nie zusammen. Nö. Nicht, wenn du dich blamieren willst. Naja, es sei denn, ich bin der Schlachtzugsleiter, dann habe ich definitiv die Oberhand und kann dann den Leuten befehligen. Es ist so nervig. Also, wir werden jetzt mal dann schnell beschließen, dass wir keine Instanzen mehr gehen werden bis Level 100. Wir werden dann jetzt nur noch questen. Naja. Sie sagt mir immer, sie hat kein Ziel. Und dann kommen hier so eine Dinger, wo ich irgendwie nie weiß, was ich machen soll. Ist das ich Bedarf ich, oder? Ja, da muss. Nee, nicht Bedarf. Das weiß ich doch nicht. Bedarf ist, wenn du es wirklich brauchst. Das, ja, hab das ich weiß dir, ich doch nicht. Ja, das habe ich dir aber schon mal erklärt. Was ich aber nehmen soll in der Eile, weiß ich nicht. Gier. Einfach Gier. Wenn was kommt, dann sage ich dir Bescheid. Ja, aber Gier heißt doch, dass ich das nein, unbedingt haben will. Nein. Weil Gier ist ja gierig sein. Und Bedarf ist ja fragen, ob ich das haben darf. Nein. So von der Logik zumindest. Nein, Bedarf ist, du brauchst es unbedingt und du musst es haben, weil du wirklich Bedarf hast. Und Gier heißt so viel wie, du willst es einfach nur, weil du daraus Profit schlagen willst. Das ist der Unterschied zwischen Bedarf und Gier. Bedarf heißt, du brauchst es. Und Gier heißt, du brauchst es nicht wirklich, aber könntest daraus Profit schlagen. So. Wie viele Bosse haben wir denn hier? Ein? Oh Gott. Ich renne hier schon wieder vor und du sagst nicht. So, guckst schon wieder in die blöde Karte, du sollst da nicht immer hingucken. Du sollst dem Kondom einfach folgen. Ich glaube, zwei oder drei Bosse sind hier. Die gehen raus. Warum gehen sie raus? Nehmen sie erst einen anderen Boss. Geh mal lieber hinterher. Ich war hier in der Ini auch schon ewig nicht mehr. Ach so, die machen erst den da hinten. Ah, okay. Da müssen wir auch ein Buch einsammeln. Ich weiß nicht, wo du bist. Du ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Madame. So. Der ist tot. So. Hab ich jetzt Akku? Nee, hab ich nicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum die immer nichts macht. Pläne. Gier. Naja, wir gehen keine Instanz mehr hier nach.
Ja, zumindest nicht, weil ich das nicht kann. Ich will halt nicht, dass jemand über mich lacht.